Damen, herzlich willkommen. Hier ist Rock im Park. Und jetzt betritt hier gleich ein Mann die Bühne, eine lebende Legende, ein Gitarrengott. Viele sind bei den Konzerten draußen geblieben, die hier in Deutschland gegeben hat, standen vor den Türen, haben geweint und gesagt, ich will rein, ich will Santana sehen. Aber es war nicht mehr möglich, alles ausverkauft. Hier bei Rock im Park gab es noch mal die Gelegenheit und 20.000 haben sie wahrgenommen. Jetzt kommt Carlos Santana. Ahora vengo, mamá chula.
We'll be right back.
Bis vor kurzem warst du für junge Leute nur ein Mythos aus den 70ern. Jetzt hast du ein riesiges Publikum und deine Karriere boomt. Hast du damit gerechnet? Nein, überhaupt nicht. Wir haben nur versucht, etwa über das Radio neue Fans zu erreichen. Aber wir hatten keine Vorstellung davon, dass sich ein so wundervolles Phänomen daraus entwickeln würde. Bist du überrascht? Ja, ich bin immer noch jeden Tag erstaunt, wenn ich Kinder, Teenager, Eltern und Großeltern im Publikum sehe. Es ist eine neue Rolle, wenn man verschiedene Generationen anspricht, ohne irgendwelche Grenzen zwischen Schwarz oder Weiß, Hebräern oder Japanern. Ich bin sehr dankbar. Es ist eine tolle Chance, Leute emotional zu bewegen.